Hey, und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Ocarina of Time Master Quest 3D und wir machen hier weiter und wir stehen hier. Ja, Schatten, Kreaturen an der Decke am Boden und hui. Ach, schade, ich hab gedacht, ich falle jetzt fehlweise in so ein Loch rein. Das wäre doch irgendwie witzig gewesen, oder? Nein, finde ich nicht. Ach, die Viecher hat. Was? Ich hab keinen Schlüssel. Was mache ich jetzt ohne Schlüssel? Ich schätze, ich mache euch einfach so kaputt. Und hoffe, dass da was voll Cooles bei passiert. Nein. Er ist ruhig, endlich hält er die Fresse. Jetzt ist es ein Abo wert. Und hopp. Und hopp. Hallo, ich war über der Kante. Du konntest mich nicht holen. Och, du dämlicher Sohn, ey. Eines bestimmten Let's Players. Also so langsam werde ich wirklich aggressiv, was das angeht. Das Bashing. Moment, dann war das Kultula hier drüben, oder? Ja, mach's ja gut, mach's ja gut, mach's ja gut. Aha. Nap, na, meine Mom. So. Dann. Ich laufe bestimmt gleich wieder voll falsch, da wo ich nicht lang laufen will. Nee, jetzt bin ich da, da will ich nicht hin. Anscheinend habe ich vor, dass ich da lang gehe, oder? Ich gehe einfach mal da lang. Weil laut Karte soll, oh, irgendwo hier auch noch eine Truhe sein. Kann ich? Das wird jetzt wahrscheinlich nichts bringen, weil ich zu weit weg stehe. Okay, doch. Ja, toll. Toll. Das hat's jetzt wirklich gebracht. Warum? Hat er sich jetzt um 5 Meter verschoben? Von da nach da. What the hell? Wieso, Rowdy? Sag mir wieso und ich kann dir sagen, warum für dich der Tag lustiger werden könnte als für andere. Gehen wir jetzt einfach nochmal hier rum. Und versuchen uns zu erhoffen, dass wir richtig gehen. Wie bin ich nochmal da hochgekommen an die eine Stelle? Verdammt, ich hab's voll vergessen, ey. Oh, hi. So. Wie verdammter Käsefuß bin ich da nochmal hingekommen? Ich hab's voll vergessen. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Autsch. Alter, jetzt schieß den Endhaken ab. Ich habe ehrlich vergessen, wie ich da hochgekommen bin. Wir sind auch nicht durch diese eine Tür gegangen. So, ab jetzt kann es zu spannend werden. Wie kommen wir denn da zum Ziel?
Toll. Super geil, Romatico. Da kommen wir nicht hoch, nein. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder komplett neu orientieren. Ich habe keinen Schlüssel. Huhe, huhe, huhe. In der normalen Version wäre ich wahrscheinlich jetzt beim dritten Geist angekommen. Bin wieder hier. Aha, aha, aha. I like it. Aha, aha. Ach doch, wir sind... Hä? Wir sind... Was? Wir sind leicht verwirrt. Da können wir ja nichts machen, weil wir da Feuer und so brauchen. Aber wir nicht Feuer haben, nichts. Und so. Sonst das wäre easy. Ist aber nicht sein easy. Oh, please. Na komm, schieß. Deinen komischen Stein. Bitte? So. Wenn es nicht sein muss, keine Feinde, keine Pfeile verschwenden. Keine Feinde verschwenden auch noch hier. Das wird sicherlich nicht da hochreichen. Aber Versuch macht klug! Ja, habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Dann springe ich jetzt einfach mal hier. Bums. Oh, hast du dir deinen Zeh gebrochen? Tut mir leid. Gucken wir nochmal hier drüben. Was wir hier drüben noch anstellen können. Ich schätze nicht viel. Da waren ja diese Steinblöcke und die haben nichts gemacht. Auf gut Deutsch gesagt. Oh Moment, ich sehe da gerade. Dass ich da nicht dran komme. Oder. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Komm, mit dem Steuerkreuz auch noch. Mit dem Stick. Noch näher. Die Idee war gut, aber links Fanghaken war zu kurz. Oder? Wieso hängt er... Dass er sich an dieses Stück nicht dranhängen kann. Nein, habe ich noch nicht. Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Fuck. An die Vogelscheuche und ihr Lied komme ich jetzt auch nicht dran. So, bringt mir das irgendwas? Nein, wird's wahrscheinlich nicht. Nee, tut's kein bisschen. Hey, jetzt ist... Und was passiert eigentlich, wenn ich... Hier jetzt nochmal... Oh, was habe ich da gerade gesehen?
So, jetzt nervt du mich erstmal nicht mehr. Habe ich doch gerade zwei Sachen gesehen. Das war aber auch wieder saugut versteckt, ey. Jetzt aber. So, dann kann ich nämlich von Stein zu Stein springen, mich höher begeben und dann mit dem Fanghaken nochmal Spaß haben. Und hopp. Und hopp. Ernsthaft, Link? Ernsthaft? Dann halt nochmal. So, und Rhodey, ich habe ja vorhin gefragt, warum das für dich ein stressiger Tag werden könnte. Erzähle dich. So, jetzt hat er es geschafft. Dieser Depp. So, jetzt aber. Truhe. Ein Schlüssel. Natürlich. Das war so richtig mies versteckt, ey. Nee, das mache ich doch so. Komm. Map, 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 map. So, wo... Wow. Jetzt sind wir hier oben gelandet. 90... Dann wollen wir wieder zurück zu dem einen Raum. Hier lang, hier lang, hier lang. Zwischenzeitlich werde ich einfach mal gucken, was wir hier so drin haben. Magiepfeile und wenigstens ein Herz. Ein Herz für Keanu hat das Spiel. Ja, wir laufen richtig. Wir laufen richtig. Kennst du schon den neuesten Riechtisch jetzt bei Ikea? Der schnüffelt alles weg. Habt ihr irgendwas gefunden, was stinkt? Bringt es zum Riechtisch. Er schnüffelt euch die stinke Sache weg. Hinauf. Hergestellt von Deponitox. So, schaffen wir es da diesmal durch, ohne getroffen zu werden und 7 Millionen Herzen zu verlieren. Ach, da sind sie. Oh, sie gehen sogar... Ne, sie fliegen jetzt zusammen. Ach, ist das süß. So, mit einem weiteren Schlüssel im Gepäck sollten wir jetzt in der Lage sein, weiterzukommen. Glaube ich zumindest. Kennt ihr das Zelda Animation? A Heart for the Hero? Ja, wo er da nur ein Herz hatte und dann in den Laden rennt und der Besitzer ihn nicht versteht, oder? Das meinst du, ne? Das ist gut. Das Spiel hatte anscheinend wirklich nur ein Herz für Keanu. Ja, hatte es. Ach Gott, ey. Gucken wir nochmal hier. Auch nichts. Wieso füllt sich die Kacke nicht nach? So, dann müssten wir aber... jetzt weiterkommen. Vorne ist die Tür. Ich glaube, ich einfach vorbei. Ihr seid ja nicht sonderlich gefährlich. So, und... ach, ja. Ich remember me. Ne. Ich remember me. Sehe, wie ich me remember. So. Jetzt muss ich... wie komme ich denn... Moment. Jetzt teste ich mal... ja, wie bekomme ich dich jetzt da hoch?
Ah. Indem ich mich umsehe. Denn hier ist noch einer. Und hoppla die und hoppla da. Sieh mal da, er kann das ja. So, gerade eben noch. First try. I am good. Wo ist der Ausgang? Der... Was? Muss ich dich auch... Na, super. Na, super. Springen wir mal zwei zurück und zielen über den 3DS. Und nicht über das Bild. Okay, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt so ein ganz leichtes Problem. Und zwar How do I do things? Ich bin... Das sieht aus. Ich bin über Fackel gesprungen. Über die Fackel. How do I do things? Ich bin jetzt gerade leicht überfragt. Oh. Oh. Ich hab Things gedoot. Ist vollkommen in Ordnung. Ich hab gedacht, das hat mit dem Augenschalter zu tun. Diese Fläche und nicht mit dem einen Schalter. Egal, ich hab meine Things gedoot. Ich kann hier runter springen. So, bevor ich darüber gehe, gehe ich erstmal hier lang, weil ich Schiss habe vor den gruseligen Sachen, die da oben sind und die da runterkommen könnten. Ha! Listen! Lalalalalala. Wieso habe ich das gemacht? So, einmal... Oh, Pfeile, schön. So, es ist obvious, dass wir hier lang müssen, bevor wir da durch das Schlüsseltür... Durch das Schlüsseltür... Ja, durch die Schlüsseltür gehen können. Ach, jetzt sind wir hier oben. Dann sollte doch eigentlich irgendwo auch die Truhe sein, oder? Okay, ich springe. Ach, wow, du bist nicht mit einem Schlag tot. Bitte, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Ja, Schlüssel. Die Frage ist halt jetzt, wie... Noch, jetzt kann ich es eh vergessen. Autsch. Ich war gerade kurz Brain AFK. Shit, jetzt dürfen wir den gesamten Weg dann nochmal entlang ludern. Ich hab vergessen, das Spiel hat ja kein Herz für mich. Aber wobei, ich habe sehr viel Energie, das passt, das passt, das ist in Ordnung. Also noch einmal den kompletten Weg lang gehen. Wow.
Das dürfen wir übrigens bei Ninos Wunschprojekt sehr häufig machen, Backtracking und so. Also ist das eigentlich ein perfektes Training. Finde ich. Irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Es ist total kaputt. Nein, ich spiele nur mit dem 3DS-Regler rum. Mit dem 3DS-Regler 3D. 3D. Das ist einfach nur 3D, Keanu. Nichts anderes. Nichts mehr und nichts weniger. Einfach nur 3D. Ja, Ninos Wunschprojekt. Ach, das habe ich ja noch gar nicht das wissen nur die Leute, die in Discord sind. Man kann sich Wunschspiele bei mir wünschen. Was ich dann irgendwann machen werde und so. Unter anderem, wenn mir mal die Projektideen ausgehen, dass wir ein paar Ideen sammeln. Das wüsstest du, wenn du bei uns in Discord wärst. Ohahaha. So, jetzt dürfen wir aber hier wieder runter und... Jetzt sind die Scheißspinnen wieder da. Zack und... Ups. Zack. Nein, wieder nicht. So. Komm runter. Ich glaube, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ach, ich hasse das. Das Rätsel. Da habe ich immer das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft. Discord, da kannst du auch ganz normal mit chatten mit uns. Das ist nichts, wo man zwingend teilen muss. Dementsprechend kannst du das jetzt auch schon machen. Rody. Wäre auf jeden Fall sehr gut, weil dort werden auch, wow, viele andere Sachen besprochen. Zum Beispiel zusammen zocken oder... oder sowas. Also... Das kannst du ruhig jetzt schon machen oder vielmehr nach dem Stream. Da kann ich dir auch gerne einen Link zuschicken und dann passt das. Weil wir sind dazu zu ziemlich alle dort auf dem Server. Unter anderem kannst du da auch mit Rüdiger, Ryo oder sonst oder mir oder sonst wem chatten. Alter. Ich habe gerade voll viele Bäuerchen gehabt. So, den dritten Geist haben wir und der vierte kommt dann hier. Okay. Lass ich mal so stehen. Du Geist. Welcher mir auf selbigen geht. Was das? Wenn wir mal schön in der Mitte stehen und der sich dreht. Nein, nein. Okay, nicht du. Hallo? Du warst das. Aha. Ja, irgendwie schon. Mama.
Gerne macht ein Weierchen, der Geist der Haar ein Feuerchen. Das Haar finde ich irgendwie witziger, so als ob der Geist das sagen würde. Ha, ein Feuerchen. So, wir haben den Tempel so gut wie hinter uns. Wenn diese Kacke jetzt noch relativ schnell geht, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir schieben jetzt einfach mal die ganze Wand hier durch die Gegend. Merken, dass hier ein Gegner ist, den wir... Wow. Merken, dass hier zwei Gegner sind, die irgendwie was wollen. Das hat der Bankrüge und merken, dass da oben gar nichts ist. Das war ja eine sehr gute Ausbeute. An Dingen, an Informationen. Da drüben müssen wir hin. Da funktioniert aber nichts. Weil da... Oder. Ich hätte auch den Enterhaken nutzen können. Ich habe gedacht, das Teil wäre hinter dem Gitter eventuell. Aber war es nicht. Vorher. Da nichts. Hier was. Hier ist was. Was ist hier? Etwas ist hier. Nur Pfeile. Darum ist nichts. Nur Pfeile. Das ist doch irgendwie. Kappes. Kappalores. Davon hat sich was aufgetan. Jo. Und zack. Nein, das ist schon in Ordnung. Yay, wir haben es tatsächlich geschafft, den Waldtempel zu beenden. Beziehungsweise, ich muss ja noch hier. Moment, einmal werde ich kurz speichern. So, Delle. Habe ich nie kapiert. Hä? Hier ist doch gar nichts in dem Raum. Dann gehe ich wieder. Aber man muss einmal hier zur Mitte kommen und dann. Fam. Und als ich dann Ganondorf sah, habe ich gedacht: Boah, ich habe das Spiel fast beendet. Geil! Jetzt muss ich nur noch ihn platt machen. Und dann hat er sein dreckiges Grinsen gezeigt. Und dann wurde er richtig hässlich. Ha! Heidnes Unheil! Phantom Ganon! So. Er macht einen auf Super Mario 64, da kommt ja auch das Prinzip. Okay. Ja, da. Also, dieses Spiel hat das Prinzip von Super Mario 64 und nicht andersrum. Muss ich auch komm schon da noch einmal was kommt da von dort vielleicht ist er das auch okay Baseball na super. Das hat ja gut geklappt. Man kann das auch mit einer Flasche machen, aber will ich jetzt nicht. Autsch. Wie nah ich ihm stand. Ach, fuck. Das war's auch schon. Och, Borodi, ey.
Boah, Andy, ey. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, du hast nur mein Phantom besiegt. Trotz du meinen Wahn nicht gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Tiefen der Dunkelheit verbannen. Denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Da habe ich immer gedacht, er hat plötzlich eine, so, diese Hasenmaske auf. Bis auf einen kurzen Moment haben wir diesen Tempel eigentlich relativ flott durchbekommen. Yay, ein Herzcontainer und... Swing. Swing, jetzt geht's gleich hoch. Boah, Alter, Andy, du willst es heute also wissen, ey. Du willst die Boy-Andys sammeln heute, oder? Salia, so derpy. Danke, dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ich bin Salia, die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu Höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich... Wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm das Amulett, du blöder Sack. Das Amulett des Waldes. Juhu! Wir haben das erste Amulett. Ich werde immer deine Freundin sein. Yay. Das erste von fünf. Das Licht zähle ich ja nicht mit, weil das kein Dungeon ist. Warum ist der Mund vom Baum eigentlich zu? Wie geht das? Der war doch tot. Sei gegrüßt. Ich bin der Spross des Dekubaums, weil du und Salia... Weil nur du und nicht Salia den Fluch vom Waldtempel genommen habt, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Nein, jetzt war es ein Menuett, Rody. Das war eindeutig ein Menuett. Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri, du bist Hylianer. Dang, dang, dang. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Wir reden seit einer Minute miteinander. Ja, erzähl mir bitte nochmal die Legende, die ich noch nicht kenne. Achso, es ist was anderes. Okay, gut. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekubaum an. Der Dekubaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jedem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Diese Geschichte kann man auch in einem ganz alten Club Nintendo-Zeitschrift nachlesen als Comic. Aber cool. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal. Nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Oh ja. Du wirst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Keanu. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für den Frieden in Hyrule. Es war schon eine Überraschung zu erfahren, dass Salia eine der Weisen ist, nicht wahr, Keanu? Nein, ich wusste es schon. Seit vielen Jahren. Woher Sheik das wohl weiß? Nun, dann lass uns mal zur Zitadelle der Zeit gehen. Ja, aber das ist etwas, was wir beim nächsten Mal erledigen. Damit würde ich nämlich sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Ocarina of Time Master Quest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.